So, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Und zwar diesmal haben wir das Thema S&F-Bot. Das Problem, was es ja im Moment global da irgendwie so gibt. Und zwar ist es halt so, also S&F-Bot ist Shakespeare Fidget Bot, versteht sich. Und zwar kommen viele Leute nicht mehr rein mit ihrem S&F-Bot, er lockt sich nicht mehr ein, keine Verbindung mehr möglich und so weiter und so fort. Kann man auch auf vielen Foren lesen, soweit ich weiß. Das Problem ist bekannt seit dem 27.10. glaube ich. Also hat es jedenfalls bei mir angefangen. Und zwar ist es so, dass sich ja bis jetzt noch nichts getan hat auf der Website, bis auf halt die Foreneinträge. Und halt ein paar verschiedene Tipps, was man da so machen kann. Ich muss sagen, dass nichts direkt auf mein Problem zugetroffen hat. Deswegen weiß ich nicht, ob vielleicht ein paar von euch dasselbe Problem haben wie ich. Deswegen mache ich das Video hier mal. Und zwar unter anderem war da ein Tipp dabei, dass man Folgendes macht. Man geht hier rein, also in den Ordner und dann auf Data und dann hier auf Server. Und dann muss man hier eine ganze Reihe von Servern eingeben. Und es ist ja halt auch so, dass es natürlich ganz schön viel ist. .com halt, das hier ist die Seite dafür, die ist auch meiner Ansicht nach clean, müsste clean sein, gibt viele User und so. Aber er sich nicht einloggt, bei manchen halt öffnet sich gar nichts mehr, wie bei mir. Oder stürzt einfach ab. So, wollen wir auch was. 26. Da kam das. Also. Ja, und das hier ist die Liste, die vorgeschlagen wurde, das kann man dann hier im Prinzip eingeben. Wie genau das geht, weiß ich nicht. Bei mir hat es nämlich nicht geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich glaube ich habe ein YouTube-Video gefunden bis jetzt zu dem Thema. Das wurde, glaube ich, vor 17, 18 Stunden hochgeladen. Da hat einer gezeigt, dass es bei ihm ziemlich einfach ging. Nun, bei mir ging es dann doch nicht ganz so einfach, aber doch eigentlich einfacher als gedacht, dafür, dass ich einen Tag dafür gebraucht habe, irgendwie irgendwas da rumgeschraubt habe, dass es dann doch geklappt hat. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Man hat ja hier meistens die neueste Version 2.1.0. Und zwar habe ich da einfach Folgendes gemacht. Ich habe hier die 2.0.1 Version runtergeladen. Klickt ihr halt einfach drauf. Kommt hier Rapid Share und dann geht ihr hier auf Download. In der habt ihr dann hier so ein Paket. Sowas hier. Müsst ihr in eurem Download Order haben oder wo auch immer ihr das rein downloadet. Ist das Wort überhaupt? Egal. Und auf jeden Fall habt ihr dann halt diesen tollen Ordner. Ihr habt da halt rechtsklick. Dateien anpacken nach. Bla 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 bla. Ja, und dann habt ihr. Oh, das war vertauscht. Ups. Fail. So, so muss es sein. Dann habt ihr hier halt so einen Ordner. Das ist halt die ältere Version, einfach nur, das kann man glaube ich auch erkennen. Ja, hier. Und das ist ein bisschen größer als die neue Version. Ja. Und da müsst ihr halt nichts im Dart. Das ist da kein Server drin. Scheiße. Ja, das ist jetzt gerade nicht so geil. Keine Ahnung, wie es bei der alten Version war. Auf jeden Fall startet ihr das Ding jetzt einfach erst. Ja. Perfekt. Ja. Ja, genau so.
So, dann öffnet sich hier so ein tolles Fenster. Da müsst ihr jetzt erstmal einen Account. Ich habe, glaube ich, irgendwo. Hatte jetzt hier gerade irgendwie so ein Test-Account mal gemacht. Ja, jetzt, wie hieß der nochmal? Muster. CC, glaube ich. Ja, auch ein gefälschtes Passwort und so. Naja. Das beim E-Mail auch noch genommen. Ja. Dann habe ich jetzt hier erstmal so das Fenster. Und dann wollt ihr vielleicht jetzt gleich den Bot starten. Drückt einfach auf OK. Dann steht jetzt hier: Einstellungen können nicht geladen werden. Ungültige Einstellungen gefunden. Ungültige Einstellungen überschreiben. Dann drückt ihr auf Ja. Dann freut er sich hier erstmal. Könnt ihr hier erstmal reingehen und dann sagt er: Ja, Netzwerkfehler und so weiter und so fort. Geh mal nach Hause und so. Ja, und dann schließt er halt das Ding wieder. Ja, bringt nichts. Dann gibt ihr hier Prozent App Data Prozent ein. Dann geht ihr auf S&F-Bot. Dann ist hier so eine Konfigurationsdatei. Und zwar macht ihr hier so Folgendes: Ihr radiert einfach alles aus. Nur dass halt hier so Server ist gleich s21sfgame.de ist. Wichtig ist, dass eben das hier auch noch vorhanden ist, damit er überhaupt weiß, wohin er überhaupt gehen muss. Funktioniert. Er fängt seinen ersten Quest an und hat natürlich überhaupt gar keinen Plan, was er machen soll, weil ihr habt natürlich so schnell da drauf geklickt, dass um es auszuprobieren, dass er natürlich überhaupt gar keine Einstellungen jetzt drin hat. Also er macht jetzt einfach random irgendwelche Sachen. Das können wir natürlich noch mal ändern. Jetzt hier zum Beispiel bevorzugt Geld, machen wir mal gerade nicht. Kaufe Pilz, hier so 10 Stück. Ja, nicht Questen vor, weiß ich. Dungeons nicht betreten. Ja, 5 Stufenunterschiede. Ja, Skillen kann er auch, das hatte ich jetzt genommen. Das kann ich ja alles rausnehmen. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt wieder ein Problem. Und zwar, wenn wir jetzt hier einloggen, steht, kommt eine Fehlermeldung. Bitte öffne die Einstellung und wähle einen Server. Ein normaler Mann, normaler Typ würde jetzt machen, hier gucken. Geht aber nicht, weil Server Counter legt. Was machen wir also? Wir schließen wir den ersten F-Bot. Dann machen wir wieder Folgendes. Wir gehen in die Konfigurationsdatei und gucken. Server ist leer. Ja, ganz einfach, was macht ihr? Ihr gebt natürlich wieder stur, wie ihr seid. Einfach hier wieder die Adresse ein. Ohne www oder irgendwas oder Slash dahinter. Macht's nicht. Speichern. Dann drückt ihr halt wieder drauf. Dann startet sich wieder der SNF-Bot. Also, ich finde es schon verwunderlich, dass er sich überhaupt startet, weil als ich das probiert habe mit der 2.1-Version, hat nichts geklappt. Also, es hat nichts funktioniert. Ja, und jetzt könnt ihr jetzt hier, habt ihr hier jetzt einen Start. Ja, und jetzt macht er halt, was er will. Was er will. Was ihr wollt. Ja, okay, jetzt gab es hier gerade kurz technische Schwierigkeiten. Mein Mikrofon hat gerade irgendwie kurz irgendwie verstellt. Na egal. Und auf jeden Fall funktioniert es jetzt hier. Ja, dann schließt ihr halt wieder den S&F-Bot, weil ihr wollt natürlich die neueste Version haben, ne? Ist ja ganz klar. Und zwar geht ihr dann halt wieder, öffnet ihr ganz normal die 2.10er Version, die ihr ja natürlich auch schon drauf hattet, eurem PC oder halt noch nicht drauf hattet, könnt ihr euch dann halt hier auch gleich wieder runterladen bei 2.10. Geht da hier drauf. Öffnet sich ein neuer Rapid-Share-Link und dann geht er wieder auf Download. Dann habt ihr halt sowas hier. Und das dann packt ihr dann halt wieder. Ja. So, und das funktioniert jetzt auch für die neue Version. Also die neue Version
startet jetzt auch mit dem Ding. Also das heißt also, die neue Version funktioniert auch damit und jetzt könnt ihr hier auch die ganz normal, ihr könnt jetzt auch die Gegenstände und Gilde anpassen, die ihr bei der Vorgängerversion halt nicht hattet. Das heißt also, ihr könnt jetzt weiter die neueste Version nutzen und habt, keine Ahnung, habt das Problem behoben oder ich weiß auch nicht, was das Problem war genau, aber das klappt auf jeden Fall bei mir und ich bin heilfroh, dass es jetzt endlich geklappt hat. Es hat mir einige graue Stunden bereitet, naja, nicht Stunden, aber Minuten und ja, ein paar versäumte Tage. Naja, egal. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und noch irgendwas? Nö. Ciao.